So, ja, okay, ein Ort des Sieges. Und nein, ich kann keinen Bergfried bauen. Okay. Windelwanderschaft. So, doppelte Zugdauer wäre mir jetzt lieb, nett. Kistenregen, ich krieg ein Kind. Aber wo ist eigentlich die Map, ne? Ich guck da nie drauf, ne? Zugegebenermaßen. So, Satz für ein Kisten. Schon wieder? Alter, dein Ernst? So, was könnte jetzt hier drin sein? Wissenschaftliches Labor. Waffenschmiede. Wunder. Oder ein Bergfried. So, ich will ihn eigentlich nur bilden. Ich will ihn nur bilden. Also nicht Bildung. Darin bin ich schlecht. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich fühle mich geehrt. Wer hat mir das jetzt gerade genommen? Team Grün, ne? Potsau, Alter. Kleine hässliche Potsau, ne? Ganz ehrlich. Steffi Rot steht da gerade extrem gut. Eventuell. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ich muss das jetzt machen. Also eine Mine wird hoffentlich explodieren. Dank Steffi Rot. Es tut mir leid, das ist irgendwie voll drin. Einige Let's Player sind leider echt ansteckend. Klingt das nach zwei Minen oder nach einer? LOL! Oh wow! Oh wow! Ich verspüre Schmerz. Ich verspüre Rache. Oh mein Gott, er wird. Oh Gott. Ja, ich. Oh Gott, die Rache wird blutig und. Ich hab Angst. Oh Mama. Ich bin nicht stolz auf diese Tat irgendwie. Ich meine, ich finde es krass, dass es funktioniert hat und ich hätte damit auch nicht gerechnet, aber. Alter, sobald der wieder irgendwas Vergleichbares an Schaden austeilen kann, werde ich so leiden. Ich werde so leiden. Und das wegen einer Mine. Überleg mal. Ach, ich hatte ja auch Doppelschaden. Oh, das hatte ich ja jetzt. Hatte ich Doppelschaden? Kann ich sagen. Also im Grunde halt Vierfachschaden, ne? Weil, ne? Ihr wisst Bescheid. Fortpot. Fortpot. Ist das eigentlich ein stummes T? Ich kenne das Wort nicht. Ich kannte es noch nie. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich dachte gerade, das wäre Wasser. Okay, Ballista. Ja, okay. Der Bergfried, das ist... Finde ich gut. Ja, es ist okay. Puff! Jo. Alter, wie viele Gebäudekisten liegen da bitte? Das ist frech. Kann ich jetzt eigentlich in der nächsten Runde... Ach nee, nee, Bergfried. Nee, ich habe zwei Orte des Sieges. Schade. Schade. So, wer ist jetzt dran? Ach so. Was hat denn der jetzt so lange gedauert? Gebraucht, was auch immer. Okay, die Kindheitshelden. Abweg. Achso, den wurde gerade den Gar ausgemacht. Ja, okay, gut. Da, die sind jetzt nicht mehr nennenswert. Erst wieder in zwei Runden, wenn er wieder einen Bergfried hat. Was haben die heute mit ihren komischen Handfeuerwaffen? Lol. Mit die 7 Meter Wind. Ich meine, ja, ich weiß, ihr lacht jetzt. Ne?
Ich habe sogar 8 Meter Wind übersehen. Also, ja, ist okay, ne? Aber na, KI passiert das eigentlich nicht. Schon gar nicht, wenn das KI Level 3 beträgt. Was sind das für Pussys? Er baut halt nicht. Achso, ich glaube, er konnte nicht bauen, ne? Krass. Krass, okay. Ja, gut. Einmal Gebäude reparieren ist ja legitim. Wie wir alle wissen. Ja. Einmal hat's jeder. Es sei denn, man findet es in Kisten. Bergfried. Nice. Oh mein Gott, Doppelschaden. Mathuka Mathaka. Welche Sprache ist das eigentlich? Jetzt kommt's, Deutsch. Mathuka Mathaka. Mathuka. 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 Mathuka Mathaka. So, wo baue ich denn meinen zweiten Bergfried hin? Keine Ahnung. Nee, hab ich nicht gesehen. So, ganz wichtig, ich habe Doppelschaden. Nicht vergessen. So. He has got nothing. Er konnte, by the way, nichts bauen. Team Gelb. Team Blau sind gleich auf. Ja, na, du, weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte perhaps versuchen. Aber die sind dann tot. Das. Feuer! Ich wollte eigentlich nur, dass er nicht bauen kann. Aber dass der Doppelschaden nur so wenig Schaden an der Festung gemacht hat. Ich meine, gut, zwei Hüte gingen auch ins Nevada. Aber vom Mathuka-Massaker bin ich jetzt in dem Fall ein bisschen enttäuscht. Ja, doch. 75 und bei dem anderen? Ich sehe es einfach nicht. Da war eine fette Wand vor. Okay, ja, nö. Okay, gut. Sonderwerkzeug, ahoi. Die Queen ist bereit zum Losschlagen. Darf ich erwähnen, dass das Team... Das wird dir sowohl so passen, Kollege. Alter. Das war so lächerlich. Das wäre so unglaublich lächerlich, wenn das funktionieren würde. Vor allem. Also Team Gelb kann sich ja zumindest weh. Den Turm wird da hingebaut und man kann da nicht hinschießen, weil keine freie Sicht. Und Team Grün hat momentan gar nichts. Gar nichts. So, überhaupt nichts. Und es darf auch nichts. Also, ihm wurde alles genommen und er hat auch keine Rechte mehr. Oh, der Bergfried wird von mir zerschossen werden, ne? Ja. Das hängt doch alles an diesem Bergfried. Na, scheiße. Scheiße, das liegt alles an diesem Bergfried, ne? Das sehe ich ja jetzt erst. Egal, auch egal, wie man baut, ne? Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Ja, und ich werde den Bergfried genau dahin bauen. Die Burg. Entschuldigung, die Burg. Warte mal, welche Burg? Eins, zwei. Welche Burg? Da muss ein Bergfried hin. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, what is he doing, Alter? Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Schafft er das? Ich meine, er kann eh nichts bauen, also von daher. Er spielt mit dem Feuer. Ja, was hat er in den 5 Sekunden noch vor?
Nix, okay. Die Zeit läuft ab. Ja, schön, toll. Gut. Ja. Scramble, scramble. Team Gelb. Genau damit habe ich gerechnet. Und da jetzt diese hässliche grüne Statue vorsteht. Achso, geht er auf den Turm. Aber mit 7 Meter Wind. Ja, okay, gut. Ja. Okay, okay, okay. Aber immerhin, das Wunder wird anvisiert. Das ist doch schon mal. Ich erkenne eine gewisse Art von Intelligenz. Okay, das muss ich zurücknehmen. Er hat vergessen, was Wind ist. Und er hat's nicht. Ja, er hat's nicht aufs Wunder anvisiert. Ah, ah, doch, wegen dem Turm! Entschuldigung, ich bin dumm. Ja, wegen dem Turm. Er hat alles richtig gemacht. Klar, es macht ja auch viel mehr Sinn, auf den Turm zu schießen. Der hält ja viel weniger aus. Und der war auch schon gedamaged. Ich wäre auf das Wunder gegangen. Ich weiß nicht warum. Ganz, ganz intuitiv wäre ich aufs Wunder gegangen. Also, ne? Kann es sein, dass. Team Grün wurde gerade ausgeschaltet. Kann das sein? Alex? Meine! Das ist meine! Schraubenschlüssel vom Himmel. Team Grün ist raus. Alter, krass. Es sind alle Würmer ersoffen. Ich meine, gut, im Grunde war Team Grün auch schon, ne? Hallo? Fast tot, aber die Festung halt nicht. Und ich meine, klar, sie hätten nichts mehr bauen können. Das wäre eine Frage der Zeit gewesen, aber krass. Die Überschwemmung hat ihn gar ausgemacht. Krass, ich bin krass. Nice. Boah, bitte doppelte Zugdauer. Kistengucker, Alter, willst du mich verarschen? Doppelte Zugdauer, Freunde. Di-di-di-di-di-di-di-di. 80. So wie du aussiehst. Okay, da hinten ist Doppelschaden. Ja, jetzt krieg dich mal wieder ein. Ich wusste nicht, dass das Kistengucker ist, ne? Kistengucker klingt wie der Droge. Hast du Kistengucker genommen? Das Zeug ist gut. Schon mal was davon gehört? Ich brauche das. Ich geb dir auch einen Fuffi. Was hältst du davon? Schätze, Alter, 0 Meter Wind? Krass. Ich wurde gesegnet. Sending. Send me. Send me. So. Bergfried, Alter. Give it to me. So. Da mich der Masuka-Massaker ein bisschen enttäuscht hat und Team Blau mehr oder weniger eine Bedrohung ist, gehe ich auf Team Gelb. Fire! Oh, lol. Der kann da durch! LOL! Krass, wusste ich nicht. Ja, für Meister Mario ist es zu spät. Gut. Der Doppelschaden war jetzt mehr so mäßig effektiv, ne? Ich hätte halt gerne was von der Festung getroffen. Alter, guck dir an, wie dieser Wurm penetriert wurde mit seinem Horn. Mit seinem geilen, prächtigen Hörnchen. Hörnchen klingt irgendwie nicht richtig. Aber gut. Doch. Ich fasse es nicht. Team Grün ist einfach
ertrunken. Also, ne? Ich meine, dieses Match nimmt eine deutlich bessere Wendung als das letzte. Und vor allem als das vorletzte. Aber gut. Ich habe 3 Orte des Sieges. Jetzt geil. Eine Burg. Nice. Und alle meine Würmchen stehen auf Gebäuden. Also die stehen drauf, ne? Die sexuell erregt, ne? Klar, natürlich. Es ist auch nur noch ein gelber Wurm übrig, ne? Waverly und Prince Charles. Was er mal. Ich glaube, manchmal. Team Gelb hat nur noch einen Wurm. Der steht auf der Festung. Welche bereits angeditscht ist. Okay, Team Blau aber auch. Ich habe jetzt gleich eine Burg. Ich guck nochmal, ob ich Doppelschaden irgendwo kriege, finde. Ernsthaft? Okay. Ja. Und dann, weiß ich nicht, ein super Nilpferd in Richtung Wurm. Und ich werde halt unmittelbar die Festung erwischen. Ja. Guckt euch mal an, wie angenehm der Sudden Death sein kann. Eine Wassertextur, die über die Map schwimmt und ungebildete Würmer zum Ertrinken bringt, mich verschont, kein Bildschirmgewackle, keine kaputten Gebäude, es kann so angenehm sein. Freunde, es tut mir echt leid, vielleicht war das der Reiz, oder mitunter ein Reiz, ne, warum ich gereizt wurde, zur Veranschaulichung des Let's Plays, also ne, der Folgen der Videos, aber ey, das hat mich kirre gemacht. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wir sind jetzt in der dritten Staffel und das hat mich einfach nur wahnsinnig gemacht. Errichtet mit D? Errichtet mit D? Ist das alte deutsche Rechtschreibung oder einfach nur ein Grammatikfehler? Errichtet mit D? Ernsthaft? Bin ich so dumm? Boah, ich muss gerade echt überlegen, aber... Krass. Nein, das wird doch mit T geschrieben. Errichtet. Echt, wird das mit D geschrieben? Ich müsste googeln, keine Ahnung. Das sieht aber nicht richtig aus. Also vor allem dieses ED, das sieht generell im Deutschen nicht so... Also, weil halt Englisch, es ist halt mehr Englisch, ne? ED. Die zweite Form des Verbs. Echt, wird das so geschrieben? Ich bin verwirrt, ja. Zugegebenermaßen, ja, ich bin verwirrt. Gut, oh, doppelte Zugdauer, Doppelschaden, ich bin zufrieden. So. Ich glaube, diese doppelte Zugdauer da, die lasse ich da jetzt einfach, das ist schon okay. Das ist mehr als in Ordnung. Bitte nicht. So, das muss man jetzt mit Doppelschaden, ne? Du hast den größten Schaden. Ja, ich weiß, das ist nichts Neues, aber jetzt hindere mich bitte nicht an meiner Arbeit. Dankeschön. So. Wo wird der Berg, die Burg, wo wird die Burg stehen? Die Burg wird... Brock. Die Brock, Alter. Die Burg wird hier stehen, weil alles andere macht keinen Sinn. Einfach auch, um den Bergfried in der Mitte zu schützen, weil dann kann die Zitadelle nämlich da vorne hin. Genau. Dann kann ich den Riesenlaser nicht nutzen, ne? Wenn ich die hier vorne hin mache. Oh, das ist schon besser. So, ich habe Doppelschaden. 9 Meter Wind.
Ich knüpfe. Doch, ich werde die Zitadelle hier hinbauen und dann mit dem Riesenlaser den Dings da. Ja, okay. Okay. Freunde, Freunde der Nacht. Friends of the Living. Team Gelb wird dran glauben. Oh. Oh. Ich glaube, die Festung ist kaputt. Wie er im Hintergrund noch ersoffen ist. Oh, schön. Einfach. Oh, das sah schön aus. Ja, gut, das war's für Team Gelb. Ich hab. Ja. Sowohl die Festung als auch den Wurm. Erschossen. Und anschließend ist er ertrunken. Ja, ich, ja. Schuldig im Sinne der Anklage. Ah, wenn ich E drücke, kann ich... Hier, Prince Charles. He's the last one, ne? I think. Und da ich jetzt gleich eine Zitadelle habe, gönne ich mir nochmal die doppelte Zugdauer, die ich da bei mir rumliegen habe. Liegt hier irgendwo doppelt schon? Ich frage. Es liegt leider kein Doppelschaden. Aber ich nehme die doppelte Zugdauer und sammle Kistenringe ein. Das passt schon, das passt schon. Nicht irgendwo Kistenringe? Kistenringe da vorne. Okay, okay. Guck mal wieder, wie ich vergöttert werde. Ich bin... Nein. Ich sitze wieder auf dem Thron, Leute. So muss das. So. Aha. Aha. Was? 9 Meter Wind, ist das dein Ernst? Ist er irgendwie auf den Kopf gefallen? Ist der Junge irgendwie... Also, weiß ich ja nicht, ne? Ich frag nur. Oh, meine Nase, ne? Das tut mir leid, ne? Das tut mir leid, by the way. Mein Näschen. Ach, entspannende Musik. Bei laufendem Wasser. Da möchte man doch gleich Urlaub machen. Nee, das war eine gute Entscheidung. Ich bereue nichts. Es tut mir echt leid, aber ich bereue nichts. Weil... Das hat mich kirre gemacht. Das hat mich einfach nur kirre gemacht. Zitadelle. Bin ich gut oder was? Hallo? So. I want to have the Lebensenergy. Weil... Vielleicht beschwört er gleich Jesus und ich werde auseinandergerissen von den Mächten Gottes. Keine Ahnung. So. Jetpack. Because it's faster. Huch. Warte, ich hab's genau. Warte. Doppelschaden. I have what I found, Alter. So. So. Muss noch ein bisschen was vom Jetpack übrig lassen. Because of you. Na, 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 na. So, falls es jetzt nicht reichen sollte. Jetzt mir schon so vor für die Füße gelegt wird, ne? Doppelschaden. Ja, Scheiße. Kistengucker. Wissenschaftliches Labor. Tierangriff. Was soll das? Kistengucker. Bergfried. Kistengucker. Wissenschaftliches Labor. Nö, ist okay. Hat sich erledigt. Was? Reason Laser. Prinz Charles. This was it for you! Alter, der Doppelschaden. Ah.
Ich wollte gerade von meiner Zitadelle springen. Das wäre nicht so schlau gewesen. Aber... Was? Oh. Okay, 6. Nein, er wird es... Hat er noch? Er wird ersaufen. Lol. Also zum einen hat er schon mal einmal repariert. Aber er war auch Wanderschaft. Er könnte was eingesammelt haben. Aber er ersäuft. Traurig, aber wahr. Ja, endlich. Für die Ehre. Ich war halt auch einfach mal gut, ne? Muss man ja mal ganz klar sagen. Nein, ich war durchschnittlich. Die KIs waren heute bedenklich dumm. Aus einem mir unbekannten Grund. Ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Keine Ahnung. Vielleicht lag es an der Map. Ich keine Ahnung. Ich dachte, um ehrlich zu sein, weil, ne, hier so ein bisschen Friendly Fire ist. So, ne, jeder kann jeden treffen im Grunde. Dass ich verkacke. Aber, Ergebnis, die Experten haben gewonnen. Wurm des Matches ist Lukas. Ich werd ja ganz rot. Meister Mario gewinnt den Heckenschützenpreis. Meister Mario war eine Belastung. Der Finsternis verschrieb sich der Wurm Dr. Shinra. Strategisch bester Wurm, Lena. Der Preis für den Publikumsliebling geht an Lena. Der Happy Schuper war Yuna. Lena hat den Unterhaltungspreis bekommen. Langweiligster Wurm, Dr. Shinra. Meine Nase. Ja, ein schönes Match. Wirklich ein schönes Match. Mit Höhen und Tiefen. Also, na, geht. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bleibt dran. Ciao.